Servus, grüßt euch. Heute gibt es einfach nur eine Quick-Variante, um die Legende vorzustellen, in einem kurzen Überblick. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch buchen, dann helfe ich euch, eine Legende intelligent für euch zu erstellen. So, ja, was haben wir? Wie ist eine Legende erstmal aufgebaut? Die besteht aus einer Kopfzeile und Zellenzeilen, also das heißt eine Zeile, die sich immer wieder nach unten vermehrt. Die Kopfzeile könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet, mit Linien, mit, ja, egal welche Stärke, da könnt ihr selber frei wählen. Ihr könnt den Layer wählen, ihr könnt stupide Texte anfügen. Und dann geht es aber um die Zeilen. Ich schaue mal, dass bei den Zeilen diese Striche hier nicht durchgehend hier sind, sondern dass die immer einzeln erstellt wird pro Zeile. Und diese Linie kann aber durchgehend sein. Dann haben wir einzelne Zellen. Diese müssen durchnummeriert sein von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und da darf keine Zahl dazwischen ausgelassen werden und keine Zahl doppelt sein. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn ihr auf den Befehl Zelle definieren geht, dann gibt es hier Nummer modifizieren. Da gehe ich rein und jetzt habe ich hier Spalt Nummer 1 bei Gewerk. Das ist korrekt. Dann gehe ich in die nächste Zelle rein. Da muss ich jetzt eine 2 reinschreiben, hier eine 3. Und so weiter und so fort. Keine Angst, hier bei diesen Zeilen, die belasse ich natürlich nicht so. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Zahl ich war. 6. Also hier noch die 7. Da müsst ihr es fassen. Ich escape. Ich nehme jetzt sehr oft den Text, den Befehl Text ausrichten. Damit richte ich wirklich die Texte aus. Warum mache ich hier so ein Kauderwelsch? Also hier. Das liegt daran, dass die Anzeichen der Formeln begrenzt sind. Wenn ihr hier reingeht in so eine Zelle, könnt ihr hier eigentlich ewig weiterschreiben. Das Problem ist nur, die Legende würgt euch irgendwann die Befehle ab. Ich zeige euch das am besten mit einer bestehenden Legende. Also einfach mal auf Legenden modifizieren. Ich nehme genau diese Legende vor einer Stunde, wo die Texte noch nicht passten, aber um zu zeigen, dass die Textlängen schwierig sind. Also ich gehe hier auf Info, gehe in eine Zelle rein und kopiere jetzt einfach mal diese Attribute. Ihr seht, den Text können wir ganz schön lang machen und jetzt bestätigen wir einmal, gehen wieder zurück und ihr seht, das Ganze wurde abgewürgt. Denn ihr habt nur eine gewisse Zeichenanzahl dafür parat stehen. Und das ist, macht es natürlich etwas schwierig. Deswegen gehe ich immer den Weg, dass ich dann Zeilen übereinander verlagere. Das heißt, wenn halt nichts rauskommt, kommt dann nichts raus und ansonsten steht halt der Batz da. Ne? Genau. Und ja, das werfe ich jetzt. Theoretisch könnte ich es auch im Dokument abspeichern, dann habe ich das in ein Teilbild und kann es nochmal weiter bearbeiten. Ich verwerfe das aber jetzt. Und jetzt zeige ich euch, wie ich jetzt diese Legende erstellen kann. Wohlgemerkt, die erste Zelle, die Nummer 1, das ist immer das, nach welches Kriterium das Ganze sortiert wird. Das heißt, ich habe das Gewerk an erster Stelle getan und nach dem wird das Ganze sortiert. In der Zelle selber wird nicht nur das Gewerk gemacht, sondern ich wollte, dass Mauerarbeiten in Mauerwerksbau, Betonarbeiten in Betonbau, Zimmer- und Holzarbeiten in Holzbau und Stahlbauarbeiten in Stahlbau gezeigt wird. Und wenn nichts davon zutrifft, dann kommt einfach nichts raus. Doppelte Anführungszeichen. In Bayern sagt man Gänsefüßchen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob man das bei euch auch so sagt oder ob ihr den Begriff überhaupt gekannt habt. So, und jetzt mache ich Legenden, nein, nicht modifizieren, Legende definieren. Jetzt habe ich erstmal den Typen zur Auswahl. Zu 99% passt Architektur. Okay? dann Select. Jetzt wird es schwierig, denn dieses Kriterium hier unten, das könnt ihr nicht, das könnt ihr zwar schon so reinschreiben, aber ihr erzeugt dann so einen Block. Leichter ist es, wenn ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel noch ein Attribut oder noch ein Gewerk oder noch ein Objekt filtern. Das heißt, zum Beispiel noch ein Attribut, wenn das ein Benutzer definiert ist, könnte ich jetzt hierher gehen und sagen, ich möchte alles, was statische Positionen besitzt, rausfiltern. Das Ganze könnt ihr jetzt aber nicht einfach verändern, indem ihr hier reinklickt, sondern ihr müsstet das Ganze wieder hier löschen und einen neuen Block anfügen.
Es wird ziemlich schwierig, wenn man viele Klammern setzen muss. Ich speichere mir daher immer meine Formel ab vorher und habe hier zum Beispiel nur was im Gewerk Mauerwerksbau, Stahlbau, Zimmerer und Holzarbeiten und statische Position enthalten ist. Das wird hier eingefügt. Jetzt kommt aber bei mir noch was hinzu. Ich möchte jetzt nicht nur Betonarbeiten, Stahlbau, Zimmer und Holzarbeiten, sondern den Mauerwerksbau möchte ich auch dazu haben. Das heißt, ich muss jetzt hier reingehen und muss jetzt Teile weglöschen und die bearbeiten. Oder ich gehe her in das Öffnen, Rechtsklick und öffne das in einen Editor, einen Texteditor. Hier kann ich theoretisch auch diese Formel ändern, wie man hier sieht. Ist aber gar nicht so einfach, denn hier wird zum Beispiel das Gewerk umgewandelt in eine Zahl. Seht ihr das? Und das müsst ihr jetzt zum Beispiel dann noch wissen für den Mauerwerksbau. Um das nicht unnötig zu verkomplizieren, gehe ich jetzt hier und sage nein, 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 nein. Und Gewerk Mauerbau, Betonarbeiten, Stahlbau oder Gewerk ist Mauerwerksbau. Mauerarbeiten. Klammer zu. Und ich möchte nur etwas auswerten, wenn es eine statische Position hat. Also es muss ein Gewerk von hier einschließen und es muss die statische Position enthalten. Jetzt mache ich hier ein und. Klammer auf. Attribut. Bei mir ist statische Position hier. Und jetzt sage ich einfach, ja, was muss denn da drin stehen? Ja, alles außer nichts, ne? Also nehme ich nicht gleich, also oder ungleich, klicke hier einmal rein, gebe hier wieder doppelt Anführungszeichen an, okay, und schließe die Klammer. Jetzt speichere das Ganze wieder ab. Ich mache mal hier eine 2, weil das ist immer gefährlich, etwas zu überspeichern beim ersten Mal und sage, okay, jetzt möchte ich den Kopf auswählen. Da gehe ich immer von links oben nach rechts unten und wähle den Bereich aus in Blau. Für die Zeile mache ich es genau andersrum, von rechts nach links, dass der grüne Kasten kommt, von hier nach hier. Und da ich diese kleinen Zeichen, Linien einzeln gemacht habe, passt das dann auch. Jetzt steht hier, Spaltnummer sind nicht durchgängig belegt, also habe ich irgendwo noch einen Fehler drin. Das heißt, ich muss jetzt nochmal nachjustieren und die Nummern nachschauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, dann müsste es die 18, stimmt. Hoffentlich funktioniert es. Schauen wir mal nochmal. Das Tolle ist, die Selection und der Kopf bleiben drin. Den Rest muss ich nochmal neu definieren. Aber um die Selection, das wäre nervig. Okay, also hier habe ich noch einen Fehler drin. Das heißt, ich muss hier nochmal die einzelnen Zellen hier raus verschieben. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kopf, Zeile. Jetzt messe ich nach 0,4. Gibt das in Y ein 0,4, also minus 0,4. Summe brauche ich nicht, Zwischensumme brauche ich auch nicht. Ich fixiere das Ganze. Fixieren heißt in dem Fall speichern. Ich setze das alles in mein Projekt rein, Ingenieurbau. Ich möchte den Positionsplan überspeichern. Okay, Eintrag ersetzen. Ja. So, jetzt kann ich das erstmal alles wieder löschen. Ich kriege das alles wieder her, indem dass ich auf Modifizieren gehen würde. Jetzt schaue ich mal in meine Bauteile rein. Hier und prüf gleich mal diese Legende. Ich mache das Ganze assoziativ und schaue jetzt mal, was hier rauskommt. Also Betonbau, Position ist undefiniert. Zumindest ist sie undefiniert und damit wird sie auch erscheinen. Aha, eins habe ich noch auf Minus. Das möchte ich noch ändern, dass es auch auf undefiniert steht. Und der Rest schaut eigentlich gar nicht mehr schlecht aus, was hier alles drin steht. Profil, Profil, Profil. Ein paar sind schon angegeben
Und hier die automatischen Abmaßungen. Okay, und jetzt könnte ich zum Beispiel, das ist jetzt einfach, das hat jetzt nichts mit der Legende zu tun, ich zeige es aber trotzdem. Ich möchte jetzt bei der statischen Position dieses Minus in undefiniert setzen. Gehe jetzt her, gehe auf die Objektpalette, Bereich Attribut, ich schaue, dass hier das Ganze aufgeklappt ist. Die Gruppe entferne ich mit Rechtsklick und den Typen auch. Gehe hier auf das Etikett, hier auf Standard. Nein, nicht auf Standard. Attributgruppe Benutzer. In meinem Fall ist es die statische Position. Und jetzt sehe ich hier undefiniert, undefiniert und ein Minus. Jetzt schaue ich erstmal an, was ist denn alles undefiniert. Dazu mache ich die Sichtbarkeit aus und genau rückwärts wieder. Das heißt, das ist für mich, das sind diese, die ich selber als undefiniert reingeschrieben habe. Wenn diese eckigen Klammern davor sind, dann sind die wirklich undefiniert. Das ist für mich okay. Und jetzt schaue ich noch dieses Minus an. Wo ist es? Das kleine Teil. Ach, Installationsbauteil. Ja, das stimmt. Das brauche ich eigentlich gar nicht, die statische Position, weil es nicht tragend ist. Dennoch werde ich es auf undefiniert setzen, weil es könnte trotzdem mal der Fall sein. Dazu klappe ich das Ganze an, auf. Dann sehe ich, dass ein Installationsbauteil, das packe ich jetzt per Drag and Drop. Und siehst, na, bin ich im Befehl drin? Moment, muss ich auf Escape drücken. Nochmal, Installationsportal. Jetzt kann ich es auf undefiniert einfach reinschieben. Und jetzt haben wir nur noch nicht definiert, undefiniert und undefiniert. Schauen wir das Ganze hier an. Und jetzt verschwindet das Ganze. Super. Jetzt lasst bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao, euer Peter.